Ladies and gentlemen, Berlin, Anti-Mietinnen! Heute bei Eiszeit ein Gitarre spielender Finne in Form von Antti Mettinen im Zusammenspiel mit der Indie-Band Bonaparte im Berliner Huxleys. Dazu ein treffender Finne in Form von Antti Mettinen bei der 3:2 Niederlage der Eisbären gegen München. Und ein Übergangskapitän, Nationalspieler und siebenfacher deutscher Meister in Form von Frank Hörtler als Studiogast. Präsentiert wird das Ganze vom charismatischsten Engländer aller Zeiten. Desmond Squire. Und hier sind wir in die Umkleidekabine in der O2 World mit unserem heutigen Gast, und das ist der Acting Captain, Frankie Hörtler. Frankie, schön, dass du da bist. Acting Captain seit dem heutigen Spiel, also seit Ranks ausgefallen ist in der Spiele in Straubing, und das natürlich so eine schwierige Zeit, sagen wir mal so. Freust du dich einerseits, diese Aufgabe übertragen bekommen zu haben? Mir wäre es natürlich lieber, wenn André spielen würde. Ich denke, dass alle Spieler, die da drinnen sitzen, ein C auf der Brust tragen können und die Mannschaft anführen können. Aber ich bin natürlich auch froh irgendwo, dass ich das ja übertragen bekommen habe. Okay, wir bleiben bei dem Thema. Ranks da ausgefallen in Straubing. Das ist ein weiterer verletzter Spieler. Gibt es manchmal eine Situation, wo man einen leichten Déjà-vu hat, mit wie es beim letzten Jahr war? Ich meine, die Ähnlichkeiten sind da, was die Länge der Verletztenliste angeht. Ja, das hat schon viel von letzter Saison bis jetzt. Ja, jetzt muss man natürlich sagen. Ich finde trotzdem gut, die Jungs, die jetzt dazugekommen sind, die machen einen super, super Job, die füllen das super auf. Ich denke, dass die Spieler jetzt, gerade die schon arbeiten können wieder an sich, die arbeiten sehr hart, man sieht das jeden Tag. Und ich bin natürlich froh, auch wenn die wieder zurück sind, uns fehlen wichtige Spieler. Okay, wie Frankie eben gerade gesagt hat, es fehlen wichtige Spieler und es gibt jede Menge junge Spieler, deren Eiszeit bekommen. Ein Beweis dafür war das Spiel hier am Sonntag in der O2 World. Eisbären Berlin gegen Red Bull München. Nicht nur ein spannendes Spiel, sondern auch ein Wiedersehen mit ein paar bekannten Gesichtern, nämlich Don Jackson, Mats Christensen und Richie Regeer. Ob dies ein Gruß an Don Jackson gewesen ist, man weiß es nicht. Fest steht, dass neben dem Münchner Coach noch weitere alte Bekannte in der O2 World auf bajuwarischer Seite zu Gast sind. Und Ex-Eisbären-Coach Don Jackson sieht zu Beginn der Partie entschlossene Eisbären. Nach Scheibengewinn geht es über Sven Ziegler schnell nach vorn an Antti Mettinen, scheitert aber nach Zuspiel des U20-Nationalspielers an Münchens Torhüter Niklas Treutle. Vor 11.160 Zuschauern in der O2 World sind es dann aber die Gäste, die durch den Rückhandschuss von Yannick Seidenberg in der 9. Minute in Führung gehen können. Münchens Angreifer lässt Petri Fahn im Eisbärentor keine Abwehrchance. Die Berliner Antwort lässt genau 4 Minuten auf sich warten. Den Schuss von Marc Bell kann Treutle nur abprallen lassen und dann ist es Petr Pohl, der den Abpraller zu seinem 7. Saisontreffer nutzen kann. Die Eisbären erzwingen den Treffer, ein probates Mittel gegen die Krise. Doch nach der Pause können die Gäste in Überzahl wieder in Führung gehen. Den Pass von Ex-Eisbär Richie Regeer verwertet Michael Wolf zur Gästeführung. Die Eisbären setzen nun vermehrt auf Schüsse aus der Distanz. Marcel Nöbels bedient Frank Hörtler, dessen Schuss Treutler aber entschärfen kann. In der 31. Minute können die Münchner dann auf 1:3 erhöhen. Benedikt Brückner trifft per Handgelenkschuss zur 2-Tore-Führung für den Tabellenzweiten. Die Spieler von Trainer Jeff Tomlinson versuchen weiterhin viel, doch zum Torerfolg fehlt letztlich die entscheidende Präzision und irgendwie auch ein wenig Scheibenglück. Wir hatten genug Chancen heute. Das Spiel war ja offen. Es war Stand 2-1. Wir hatten ein Powerplay, das wir leider nicht genutzt haben. Es ging mehr oder weniger hin und her. Ich finde, das Spiel hätte auch komplett in die andere Richtung gehen können. Aber wenn wir hinten liegen und wir spielen gegen eine Top-Mannschaft wie München, dann wird es halt schwer. Und wir wissen, dass wir vorne ein bisschen kurz sind mit ein paar Jungs. Und dann werden die Beine halt auch
was schwerer, was das dritte angeht, aber jeder hat gekämpft und heute lag es ganz bestimmt nicht, dass wir nicht wollten oder dass es nicht ging, sondern jeder hatte eine gute mentale Einstellung und ja, ist halt so, wie es ist. Wir können es nicht ändern, wir können nur nach vorne blicken und bringt ja jetzt nichts, nur mit dem Hammer drauf zu kloppen, sondern man muss auch vielleicht die positiven Dinge rausziehen und wenn man als Mannschaft wieder aus dem Loch rauskommt, dann umso stärker werden wir sein. Im Schlussabschnitt verpassen die Eisbären zunächst den Anschlusstreffer. In dieser Szene prallt der Puck für Marc Bell nicht glücklich genug ab. Kurz vor Schluss trifft dann aber Antti Mettinen mit fast 130 Stundenkilometern zum 2:3 Anschlusstreffer. Ein Tor, das letztlich aber zu spät fällt. Es ist halt wirklich im Moment ein bisschen deprimierend. Man gibt wirklich alles. Man hängt seinen ganzen Körper da rein und versucht alles richtig zu machen, aber im Endeffekt reicht es trotzdem nicht. Und ja, wie gesagt, wir können uns jetzt erstmal wieder sammeln. Wir müssen in der Pause uns gut erholen und wenn wir wieder, ich glaube, das nächste Spiel ist in Hamburg, wenn wir in Hamburg wieder auftreten, dann werden wir wieder geschlossen auftreten und 3 Punkte hoffentlich holen. Nach der Deutschland-Cup-Pause müssen die Eisbären dann zwingend wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Zumindest werden dann wohl einige der aktuell verletzten Leistungsträger wieder mit dabei sein können. Also 2:3, Frank Hödler, vierte Niederlage in Folge, das schmerzt natürlich, aber gab es Positives aus diesem Spiel? Ich meine, die Wille war auf alle Fälle da heute. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man daran gesehen hat heute. Wir haben bis zum Ende gekämpft. Ich denke, wir hatten auch noch die Chancen, dass wir es vielleicht ausgleichen, aber ein bisschen Pech gehabt. Muss man drauf aufbauen. Ja, da müssen wir jetzt nach der Pause, wenn es weitergeht, genau die Sachen wieder weitermachen, die wir heute gerade zum Schluss gemacht haben, die wir gut gemacht haben. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und das ist eine Richtung, wo wir erfolgreich werden. Ich hatte wirklich das Gefühl in den letzten Drittel, dass wenn ein Ausgleichstreffer erzielt werden würde, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Also Hut ab vor der Mannschaft, die haben wirklich München gezwungen, nur auf Konter zu lauern. Das ist auch eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung, der auf vieles viel Besseres hofft in den nächsten Spielen. Ja, absolut. Das ist natürlich, München ist eine unheimlich schnelle Mannschaft, die ein System spielt, wo jeder Fehler ziemlich schnell bestraft wird. Und ich denke deswegen, zum Schluss haben wir sie immer mehr reingedrängt in ihr Drittel. Leider Gottes haben sie dann trotzdem immer auch mal wieder sind sie rausgekommen aus ihrem Drittel und dann waren sie trotzdem wieder gefährlich. Also das ist das, was ich meine. Die haben eine sehr gute Mannschaft und die haben auch gut gespielt. Aber ich glaube, wir haben unheimlich viel Druck dann aufgebaut und das ist, wie du schon sagst, die richtige Richtung. Ganz kurz, wie war es denn, auf dem Eis zu sein und plötzlich ein Richie Regier oder Mats Christensen, Spieler, mit dem du jahrelang zusammengespielt hast, dass die plötzlich dein Gegner sind? Ist es ein ulkiges Gefühl? Wie geht man damit um? Nun spiele ich ja schon eine Weile hier für die Eisbären und habe schon öfters gegen Spieler gespielt, die bei uns waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eher der Wille, den dann nicht vorbeikommen zu lassen, noch mehr. Ja. Und denen das absolut gar nichts zuzulassen und fördert eigentlich. Okay, dann wir wollen jetzt nicht über die Spiele reden, die mal weg waren und kommen in der O2 World als Gegner, sondern einer der Neuzugänge. Und das ist Antti Mettinen. Der hat ein paar verborgenen Talenten. Naja, es gibt ein Band, ihr kennt die alle sicherlich, der heißt Bonaparte. Und die haben einen tollen Song namens Antti Antti. Und wir alle denken, das ist ein toller Song, nämlich für den Neuzugang Antti Mettinen. Und Bonaparte hat neulich in Berlin gespielt. Wir haben Antti Mettinen dahin geschickt. Was daraus resultiert ist, ich sage nur, MTV, eat your heart out. Hier kommt ein Exclusive. Ich weiß, dass die Eisbären Berlin eines der besten Teams sind.
und dass sie immer, wenn ein Spieler in die Penalty-Box muss, too much spielen. Das hat mir vor Jahren schon mal einer gesagt, dass das so ist. Ich habe es aber nie gewagt, ein Spiel zu gehen. Kann noch nachgeholt werden. Und vor allem jetzt, wo ja Anti da spielt, wird sich das sicher dann mal ergeben. Wenn ich einen Song für die Eisbären schreiben müsste, sollte, wollte, dürfte, so dieses Moment von, wenn man in diesem Spiel drin ist, ist ja ein Energieding auch. Und meine Musik ist ja auch ein Energieding. Also ich würde an diese Energie denken beim Schreiben. Ich würde aber auch wahrscheinlich nicht was zu Schnelles machen, sondern eher daran denken, dass es eine Masse von Leuten sind, die, also Kraft, aber jetzt nicht auf Tempo. Ich würde nicht auf Tempo gehen, also sicher nicht irgendwie zu schnell, sondern eher kraftvoll, so. Weil ich würde wahrscheinlich was machen wollen, dass die alle mitsingen können. You know too much, too much, too much, too much, too much. Much too much, too much, too much, too much. Much too much, too much, too much, too much, too much. Much, you know too much, too much, too much, too much, too much. Much too much, too much, too much, too much. I didn't know anything, to be honest. I haven't heard of them, but when I came here, you know, they told me there's this song, and I went online and I checked it out, and it sounded pretty good. And then I started listening to more stuff and watching the live shows and stuff like that. And it was I like the music. You know, there's a lot of simple things that I like. Simple can be beautiful sometimes. And then you know, the visual side of it is pretty cool too on stage. Wegen diesem Zusammentreffen von Anti Mietinen und Anti-Anti habe ich mir das ein bisschen überlegt. Ich glaube schon, dass es sehr viele Parallelen gibt zwischen Sport und Musik. Also gerade auch jetzt wegen Timing und Teamgeist und Zusammenspiel, und jeder ist ein Individuum, aber am Ende ist man ein Team, und das muss als Ganzes, muss man die Schlacht gewinnen. Klar, wir haben jetzt nicht einen Gegenspieler als solches, aber bei uns jeder Abend ist irgendwie der Gegenspieler so. Man muss, jeden Abend muss man gewinnen. Also wir können halt nur gewinnen. Es gibt keine Shows, die wir verlieren können. I think these two things can really coexist together, I think, almost, because it takes so much. I feel like hockey, it's constantly present with me, you know. Of course, I try not to think about it sometimes and stuff like that, but I couldn't be concentrating into things like this, like music and hockey, 100% on both of them. I think they're just too big. Like, if you want to really focus on either sports or music, I think they kind of kill each other a little bit. You can't excel at both, I think, at the same time. But I've kept this music. I've always liked it, and then you know, but it was only 7 years ago that I really decided I'm gonna pick up a guitar and start playing a little bit, and it's actually a really good counterpart. Like, in the evenings you can just play guitar and go to bed and have a game next day and stuff like that, but to really focus on both, it would take a little more. But yeah, it's been great, and I've been really enjoying playing music, and I studied a little bit drums this year, and yeah, so it's really nice, yeah. Ladies and gentlemen, Berlin, Antti Miettinen. Hello. How are you? Good, how you doing? Good. Let's get it going. Right away? What song do you want to play? The only one I know is the Anti Anti. I wondered about you. Oh yeah? About the really? Two of you. I was drunk. Yeah. All right, let's do it. How do I feel now? I felt awesome. It was great, you know. I got to see the tape how I did, but yeah, it sounded pretty good to me. And I was really nervous before, you know, just coming over here and play with a great band, and then, you know. Yeah.
sounded great. It's actually cool to have two guitars. I never had another guitar on stage, and it's kind of missing. It's good. It was now, and you have really good timing. That's another thing you were thinking about before. You know, if maybe there's a, if the timing a musician has, I mean, in every sport it's about timing as well. You know, if there's a combination of in that, because it was really good. You know, most people don't have timing really, but you were like, it was great. It's really good. Oh, even the guy said so. Oh, everyone's, thanks. So you're in. I think they were just... They even joked that I'm out now and you're in. Yeah, thank you. Sure. I'm going to play with the Ice Bear next season. So, Antti Mietin, wusstest du, dass er Gitarre spielen kannst, Frankie? Nee, das ist neu für mich. Also, ich finde er klasse, muss ich sagen. Du würdest niemals denken, Antti, der ist so eine ruhige Person, am Ende ist er da, macht sowas. Ich meine, absolut, aber ich glaube, das ist so finnischer Stil. Wenn sie dann irgendwann mal die Möglichkeit haben, es zu zeigen, was sie können, dann kommen sie raus. Wenn er eines Tages nicht mehr Hockey spielt, ich sagte, der macht eine Heavy-Metal-Gruppe auf und der rockt die O2-World. Wir kommen jetzt zu den Pause. Deutschland-Cup-Pause. Ich meine, was heißt Pause? Für die Liga ist es eine Pause. Für die eine oder andere Spieler ist es keine Pause. Und du bist einer davon. Du spielst für Deutschland bei den Deutschland-Cup. Freust du dich auf ein Wiedersehen mit der Nationalmannschaft? Ja, absolut. Ich meine, das ist eine Ehre, für Deutschland zu spielen. Und wir haben die Möglichkeit, im Oktober und im Februar zusammenzukommen, um fertig oder um uns vorzubereiten für die Weltmeisterschaft. Das ist also, es ist nicht viel Zeit, aber die Zeit muss man nutzen. Es ist leider, bist du nur einer von zwei, der mittlerweile für die Eisbären für Deutschland auflaufen wird, gemeinsam mit Marcel Nöbels, weil Ranks ist verletzt und Tina ist auch verletzt. Die deutsche Nationalmannschaft macht seine Sache gut. Der Deutschland Cup traditionell, die schneiden immer gut ab. Also was ist denn dieses Mal möglich? Ja, beim Eishockey ist ja immer alles möglich. Naja, okay, Team Canada, Jeff Tomlinson, dein Coach ist dein Gegner-Coach. Ja, das kommt dazu und ich bin sehr gespannt und freue mich auch sehr auf Mickey Dupont. Oh yeah, oh yeah. Ich denke, Richie wird mitspielen für Kanada. Das, was natürlich auch ein bisschen wichtig ist für uns, ist die Schweiz. Das ist so ein Gegner, wo wir in letzter Zeit verloren haben, gerade bei der letzten Weltmeisterschaft. Und da wollen wir natürlich auch wieder Selbstvertrauen für die Mannschaft holen. Wir müssen da ein gutes Spiel abliefern. Ja, das sind, wie schon gesagt, so kleine Schritte, die man auf dem Weg zur Weltmeisterschaft macht. Da gehört der Deutschlandcup dazu. Das bedeutet allerdings, dass du keine Pause hast. Also du bleibst in Rhythmus, sage ich mal. Insofern wirst du trotzdem Zeit irgendwie haben können, in dieser kleinen Pause dich ein bisschen zu regenerieren? Oh, das wird schwer. Dienstag früh fliegen wir ab, kommen Sonntag die Nacht nach Hause. Die Jungs sind da auf dem Eis wieder. Und dann werden wir auch in der Woche wieder einsteigen. Nichtsdestotrotz, es ist eine Ehre für Deutschland zu spielen. Und unsere Zeit bei Eiszeit ist leider um. Vielen Dank, Frankie. Frankie Hördler, danke, schön, auch dass du da warst. Viel Spaß bei den Deutschland Cup und auch viel Erfolg für Team Germany. Liebe Zuschauer, das war es. Eiszeit macht eine kleine Pause. Es gibt ja Deutschland-Cup-Pause, aber nach der Pause sind wir sicherlich für euch wieder da und wir freuen uns, wenn ihr dabei auch weiterhin uns die Treue hält. Insofern, wir sehen uns im Stadion. Mach's gut. Tschüss, bye bye.